Willkommen zum Bezirksliga-Relegationsmatch der beiden Liga-Zweiten aus Holzminden und Hameln-Pyrmont. Der TSV Pegelsdorf empfing den SV Eintracht Afferde. Beide Teams mit einem ähnlichen Schicksal. Beide hatten in den letzten Saisonwochen die Tabellenführung verspielt. Wir steigen ein in der zweiten Minute. Pegelsdorf im blauen Trikot und im Angriff. Martino Minniti mit der ersten nennenswerten Chance für die Platzherren. Danach übernahmen aber die Gäste die absolute Kontrolle über das Spiel. Die 16. Minute. Julian Koch mit einem schönen Schuss aus 18 Metern. Da hat nicht viel gefehlt. Afferde blieb dominant und übte weiterhin Druck aus. Kapitän Guszewski probiert es auch mal aus der zweiten Reihe. Gut gehalten von Schrader. Afferde hatte sich festgebissen. Dennis Fulek mit einer herrlichen Flanke. Super Kopfball von Marco Koch und erneut eine Glanztat vom Keeper der Gastgeber Manuel Schrader. Die 31. Minute, die Haaland-Elf, die klar bessere Mannschaft zu diesem Zeitpunkt. Schubser von Viktor Sudermann an Heinzelmann. Schiedsrichter Lorenz Müller zeigt auf den Punkt. Strafstoß für das Team aus Hameln-Pyrmont und die Wiederholung beweist, dass diese Schiedsrichterentscheidung richtig war. Julian Koch übernimmt die Verantwortung und verwandelt souverän die verdiente Führung für den SV Eintracht Afferde 0:1 nach 32 Minuten. Doch der Jubel der Gäste hatte eine kurze Verfallsdauer. Direkt im Gegenzug die Antwort der Pegelsdorfer. David Schrader wird von Lorenz Pohl im Strafraum zu Fall gebracht und auch hier gibt es Elfmeter. Für mich sieht es eher so aus, als würde Pohl zuerst den Ball spielen, aber es ist schwer zu sehen aus unserer Perspektive. Cesar Paraschew ist das Ganze egal, er macht den Ball rein und sorgt hier für den etwas glücklichen Ausgleich 1:1 nach 33 Minuten und mit diesem Ergebnis ging es auch in die Pause. Weiter geht es mit der zweiten Hälfte, die 49. Minute. Dennis Fulek kommt zum Abschluss, doch damit stellt er Schrader vor keine allzu großen Probleme. Eine Minute später kann sich Torschütze Paraschew auf der anderen Seite gut durchsetzen, doch auch sein Abschluss sorgt für keine allzu große Gefahr. Eine chaotische und ereignisarme zweite Hälfte mit vielen Ungenauigkeiten. Der Freistoß von Guszewski in der 67. Minute eher ein Highlight in Anführungszeichen. Insgesamt hatte die Eintracht deutlich nachgelassen und Pegelsdorf war vor allem in den letzten 20 Minuten die bessere Mannschaft. David Schrader mit einer super Einschussmöglichkeit, doch er trifft den Ball nicht richtig, da war mehr drin. Am Ende blieb es beim 1:1. Im Anschluss gab es noch ein Elfmeterschießen, dessen Ergebnis nur im Falle von Tor- und Punktgleichheit relevant werden könnte. Der TSV Pegelsdorf konnte sich hierbei mit 5:4 durchsetzen. Wir haben nach der Partie mit dem Kapitän der Eintracht und dem Spielertrainer des TSV Pegelsdorf gesprochen. Also unsere Leistung war in der ersten Halbzeit eigentlich ganz ansprechend. Also wir haben das umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. Also ich denke mal, der Zuschauer hat auch gesehen, dass wir in der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft waren. Nach dem verdienten 1:0 kriegen wir leider postwendend das 1:1, zwei Elfmeter. Ich weiß nicht, ob man beide geben muss. Deswegen einfach abhaken. Zweite Halbzeit muss da von uns einfach mehr kommen. Also ich denke mal, wenn man den Anspruch hat aufzusteigen, dann muss man da in der zweiten Halbzeit einfach wirklich eine Schippe noch drauflegen. Haben wir heute leider nicht geschafft. War jetzt erst das erste Spiel, leider unglücklich jetzt das Elfmeterschießen verloren, aber
weiß ich nicht, Mund abwischen, Haken weghauen, aufsteigen, Malle. Ja, ich denke mal, das war ein sehr ausgeglichenes Spiel mit viel Tempo, viele Zweikämpfe. Man hat gesehen, beide Mannschaften wollten hier gewinnen. In der ersten Halbzeit, denke ich mal, in den ersten 20 Minuten waren wir ganz klar die bessere Mannschaft. Am Ende der ersten Halbzeit hat Affeder auf jeden Fall mehr vom Spiel gehabt. Und von daher ging es dann ausgeglichen 1:1 in die Halbzeit. In der zweiten Halbzeit haben wir uns so ein bisschen neutralisiert. Ich hatte das Gefühl, beide wollten nicht so viel riskieren, wobei wir dann noch sogar die besseren Chancen hatten. David Schrader stand alleine vorm Tor, macht das Ding nicht rein. Francesco Stattari wird gefoult, lässt sich aber nicht fallen. Und ja, am Ende würde ich sagen, ist es trotz alledem ein gerechtes Ergebnis. 1:1, wo, glaube ich, beide mit leben können. Das Elfmeterschießen bewerte ich jetzt nicht so hoch, weil das nächste Spiel gegen Hagen muss gewonnen werden, wenn du in der Relegation gewinnen willst und in die Bezirksliga aufsteigen möchtest. Und ich denke mal, ja, das nächste Spiel wird zeigen, wo wir dann am Ende stehen. Ne?